Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu meinem nächsten Video. Diesmal wieder eine Comic-Einkaufsliste, aber so eine Mini-Folge. Weil im Moment habe ich relativ viele andere Ausgaben, stehen einige Sachen an und deswegen kaufe ich nicht so wild wie früher. Und deswegen kaufe ich mir immer mal hier was, mal da was, so ein bisschen was Kleines. Hab jetzt aber in den letzten Tagen halt echt wenig gekauft. Nur 2 Comics. Trotzdem würde ich die euch gerne präsentieren, weil ich halt die dann direkt sozusagen weg habe. Also, dass ich euch präsentiert habe. Ein bisschen können wir drüber reden. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn, worum geht's? Und zwar habe ich mir wieder bei der die offizielle Marvel Comic Collection oder Comic-Sammlung. Die schwarze habe ich wieder zugeschlagen. Und zwar habe ich mir als erstes hier ein Event geholt. The Siege. Die Belagerung. Ja, ist glaube ich aus dem Jahre 2010, wenn ich mich nicht irre. Und man muss halt sagen, die Belagerung, ja, ich sehe es jetzt hier nicht, aber ich sag mal 2010 rum. War das. Mit Vorbehalt. In dem Dreh. Könnt ihr mir mal reinschreiben, wenn ihr es besser wisst, also wenn ich mich da irre oder so. Auf jeden Fall, worum geht's da? Ja, Norman Osborn ist da Leiter der Hammer Friedenstruppe, internationalen Friedenstruppe, wie er das nennt. Ist im Grunde so ein Nachfolger von S.H.I.E.L.D. Und Norman Osborn, der vertrauenswürdige Norman Osborn, ist da jetzt der Chef. Ja, und der belagert mit seinem Heer von eigentlich Superschurken, aber natürlich seiner internationalen Friedenstruppe, belagert er die Götterstadt Asgard, also von Thor halt, und die Heimatstadt. Ja, und darum geht es hier eigentlich. Ich habe das damals im Jahr 2010, war ich ja schon wieder richtig drin in den Comics, und habe das aber damals halt nicht gelesen. Ja, weil ich halt viele andere Sachen gelesen habe. Und da lasse ich immer mal was weg. Und das habe ich auch weggelassen. Weiß aber ungefähr, worum es halt geht. Wusste ich schon. Und habe halt jetzt die Chance genutzt, mir das nachzuholen. Und zwar für 9,99 €. Hatten die das jetzt da. Und da habe ich gesagt, komm, das nehme ich mit. Also bei eBay. Und ja, bei The Siege muss man halt sagen, was ich halt auch weiß, ist, dass es da einige ganz berühmte Momente gab. Ich sag nur Stichwort Sentry. Sentry? Der Sentry, das ist ja sowas wie so eine Art Superman im Marvel-Universum, aber ein bisschen anders. Also einer der mächtigsten Figuren im Marvel-Universum. Und der hat da so eine Szene, die will ich jetzt nicht spoilern, aber die meisten, die das kennen, wissen, worum es da geht. Also er tötet jemanden, ich glaube, er tötet sogar mehrere, aber bei einem ist das halt eine ganz berühmte Szene, die damals durch alle Informationskanäle rund um Comics ging. Und ja, The Siege hat halt dann auch das Heroic Age eingeleitet. Das war ja so ein Banner und deswegen müsste das auch 2010 sein, weil Heroic Age, also da bin ich mir ziemlich sicher, dass das 2010 dann auf den Markt kam. Die Helden-Ära stand dann auf allen Heften. Davon habe ich auch einiges gelesen, damals auch schon. Ich glaube, in der Zeit, ja, etwas später habe ich schon mit, in der Zeit spielt ja auch diese Deadpool-Heft-Serie, die Panini dann brachte. Die kam ja ab 2011, dann wird das wohl Ende 2010 gewesen sein. Und das müsste nämlich auch schon im Heroic Age stattgefunden haben. Auf jeden Fall habe ich mir da noch was geholt. Und zwar diese Avengers-Miniserie, Avengers Prime 1 bis 5. Und darum geht es halt darum, dass Captain America, Iron Man und Thor
ja, durch diese neuen Welten da streifen und sich zusammennehmen müssen und ihre Differenzen vergessen müssen. Denn scheinbar, das weiß ich halt noch nicht, weil ich es ja noch nicht gelesen habe, gibt es hier Differenzen zwischen den drei. Und das ist dann auch schon im Zuge des Heroic Age so eine Art, ja, nicht direkter Nachfolger, aber das spielt halt danach und nimmt Bezug darauf. So habe ich es zumindest verstanden. Wie gesagt, wenn ich mich da irre, schreibt mir das mal rein. Das waren meine beiden Comics dieses Mal. Ihr schreibt mir jetzt mal rein, wer das kennt, wer das gelesen hat, wie ihr das fandet, ohne zu spoilern natürlich. Ja, ist auch dieses Video schon wieder vorbei. Die nächsten Comic-Einkaufslisten, vielleicht werden sie wieder größer oder kleiner, man weiß es nicht. Viel kleiner kann es ja nicht werden. Ja, im Moment ist halt nicht viel mit Neukauf, aber ich habe ja hier für Jahre Sachen zu lesen. Lesestapel ist auch recht groß. Den bin ich aber jetzt am Abarbeiten und freue mich. Ja, ich hoffe, ihr freut euch mit. Ja, dann wünsche ich euch natürlich noch einen schönen Tag, einen schönen Abend oder eine schöne Nacht, je nachdem, wann ihr das Video sehen werdet. Gerne die Glocke aktivieren, gerne mich abonnieren, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und dann sage ich mal, bis zum nächsten Mal. Ciao.